Unser heutiges Interview der Woche dürfen wir einmal mehr mit einer interessanten Dame aus Judenburg führen. Bei mir begrüße ich sehr herzlich Anna Diethardt. Anna, schönen Nachmittag und danke, dass du heute die Zeit für unser Gespräch gefunden hast. Danke für die Einladung. Anna, wir sitzen heute natürlich nicht ohne Grund in der Auslage der Stadtwerke Judenburg AG. Hier sind einige deiner Werke ausgestellt zu einem Thema, das für viele ein Tabu ist, nämlich zum Thema Suizid und dem Umgang damit. Es gibt dazu auch am 2. November in Judenburg eine Veranstaltung, die schon zur Tradition gewordene Allerseelenveranstaltung. Auch da wirst du mit dabei sein. Warum beschäftigt dich dieses Thema? Ja, unsere Schwester Heidi hat sich nach jahrelangem Ringen und unzähligen Krankenhausaufenthalten vor jetzt knapp 5 Jahren, kurz vor Weihnachten 2008, selbst das Leben genommen. Du hast mittlerweile einen Weg gefunden, damit umzugehen. Du hast es in Form von Texten und Form von Fotografien verarbeitet, hast auch eine Ausstellung darüber gemacht. Inwieweit hat denn dieser Vorfall dich und eure Familie verändert? Ja, also wir hatten in der Familie alle einen unterschiedlichen Umgang mit der Trauer. Ich denke, es hat uns insoweit verändert, dass wir aufmerksamer und liebevoller miteinander umgehen. Ich würde sagen, wir haben jetzt ein sehr gutes Familienklima und das finde ich sehr beruhigend. War es früher nicht so? Habt ihr nicht mitbekommen, wie es der Heidi gegangen ist? Doch, haben wir schon, aber es war, nachdem auch die jüngere Schwester erkrankt ist, war das doch eine ziemliche Belastung. Du hast gesagt, ihr habt das ganze Umfeld hat sich schon geändert, ihr lebt bewusster und intensiver. Wie wirkt sich das auch bei dir persönlich aus? Ja, ob ich intensiver lebe, weiß ich nicht, aber ich bemühe mich darum, einfach mehr wahrzunehmen und weniger zu hetzen und gelassener zu sein. Ich glaube, wenn das passiert, ist man am Anfang vielleicht auch ein bisschen sauer, um das mal so auszudrücken, auf die eigene Schwester, warum sie das getan hat. Kann man da irgendwann auch verzeihen und damit abschließen? Das war in dem Zusammenhang bei mir kein Thema. Also ich habe von Anfang an ihre Entscheidung völlig verstanden und akzeptieren können. Ich habe ihr nichts vorzuwerfen und die Frage war vielmehr, ob sie mir verzeiht. Inwiefern meinst du? Naja, also ich denke mal, dass wir zwar alle uns bemüht haben, das Beste zu geben, aber dass wir offensichtlich natürlich auch etwas verabsäumt haben. Jetzt bist du am 2. November am Abend dazu Gast und wirst darüber sprechen. Was sagst du überhaupt, dass dieses Tabuthema einmal zur Sprache kommt? Ich finde das großartig, dass die Frau Auer sich heuer entschieden hat, dieses Thema zu wählen. Wir haben auch kurz darüber vorher gesprochen und ja, ich habe auch sofort zugesagt, als sie mich gefragt hat, weil ich es einfach ganz dringend notwendig finde, das einmal aufzuklären. Das war ja auch der Grund, warum ich die Ausstellung überhaupt gemacht habe. War es für dich schwer, damit eigentlich in die Öffentlichkeit zu gehen? Nein, es war nicht schwierig, weil diese starke Tabuisierung eigentlich die größte Belastung für mich war. Das hat mich am meisten Kraft gekostet. Und ich habe schon ein Jahr davor mit Michael Schissel, dem Museumsdirektor der Stadt Judenburg, gesprochen, dass ich diese Ausstellung machen möchte. Und er hat auch sofort zugesagt und das unterstützt. Was ist jetzt bei diesen Bildern alles zu sehen? Ja, es sind die Texte sind vorher entstanden und die Bilder oder die Fotos habe ich danach gemacht. Und es ist mittlerweile auch in Buchform erschienen oder es erscheint jetzt in Buchform in Kürze. Da kann man sich es auch ansehen. Okay, es ist ja doch ein sehr schwieriges Thema, darüber auch zu sprechen, glaube ich. Woher nimmst du denn die Kraft und Energie, darüber zu sprechen? Woher nehme ich die Kraft und Energie? Ja, ich würde sagen, vermehrt aus der Ruhe und aus der Stille. Da bemühe ich mich einfach, Zeit zu finden. Wenn es am Tag nicht gelingt und am Abend auch nicht, dann mache ich das in der Nacht. Und einfach sonst mal raus in die Natur, auf den Berg oder ein gutes Buch lesen. Gibt es eigentlich Tage, wo du nicht an Heidi denkst? Gute Frage. Ja, die gibt es schon, glaube ich. Ja. Schon. Ja. Wie lange hat es für dich gedauert, damit umzugehen oder diese ganze Sache zu verarbeiten? Kann man das ein bisschen ausdrücken in Zahlen oder in Jahren? Ja, kann man. Es hat ziemlich genau 2 Jahre gedauert, dass ich mich in diesem Zusammenhang einigermaßen unter Kontrolle hatte. Okay, einigermaßen unter Kontrolle ist gut, ja, in diesem Zusammenhang. Die Fotografie ist ja auch ein großes Hobby schon sehr lange von dir. Warum eigentlich Fotografie? Ja, ich fotografiere jetzt seit, ich habe nachgesehen, circa 10 Jahren
Und ich habe eine Ausbildung gemacht in künstlerischer Fotografie an der Akademie für angewandte Fotografie am Geidorfplatz in Graz. Und es hat mich einfach schon sehr lange interessiert. Also ich wollte eigentlich immer Fotografin werden. Und so ist das jetzt in der Art entstanden. Ich finde den Weg jetzt besser. Okay, jetzt hast du schon gesagt, denn dieser Vorfall hat euer Leben verändert, hat auch dich als Person verändert. Wenn du dich jetzt aber selbst beschreiben müsstest, was sind denn so typische Eigenschaften? Was machen Anna Diethardt aus? Also ich würde sagen, ich bin recht eigenwillig. Ich tanze, ohne dass ich das will, sehr oft gleich mal aus der Reihe. Ich interessiere mich sehr für Neues, für Menschen und fürs Leben. Okay, und jetzt sind wir schon am Ende angelangt und ich bitte dich noch, zu guter Letzt den Kanal 3 Fragebogen zu vervollständigen. Glücklich bin ich, wenn mir etwas sehr gut gelingt. Darauf kann ich überhaupt nicht verzichten. Eigenständig zu denken. Diese Persönlichkeit hätte ich gerne vor meiner Linse. Ja, das ist schwierig, aber mir fällt da spontan Konstantin Wecker ein, weil ich gerade seine Musik höre und viele seiner Texte hochkünstlerisch empfinde und mich einfach für ihn als Mensch interessieren würde. Und für meine Zukunft wünsche ich mir, dass das, was das Leben mir entgegenbringt, dass ich das souverän umsetzen und annehmen kann. Sehr schöne Worte, das wünschen auch wir dir, sagen herzlichen Dank und wir freuen uns, dich am 2. November wiederzusehen. Danke, Dani.